Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute werde ich mit euch zusammen einen schönen Adventskalender aufmachen von Trend Up, hier von DM. Ich habe mir dieses Kalender gekauft, ich habe mir noch einen anderen gekauft, aber ich wollte erstmal heute mit euch diesen hier aufmachen, um euch zu zeigen, was alles für Produkte hier drin sind und was sich hier alles ergibt und ob es sich wirklich lohnt, für so einen Kalender so viel Geld zu zahlen oder nicht. Wir legen jetzt direkt mal los und wir fangen schon mal mit der Nummer 1. Ich muss jetzt einfach suchen und gucken. Ja, toll, das sind hier endlich die Zahlen. Ja, toll. Hier, das ist hier die Nummer 1. Wir gehen jetzt, ich zeige euch das mal, wir gehen jetzt der Reihe nach, also nach den Zahlen bis zu 24. Ich fange jetzt mit der Nummer 1 an. Wow. Das sieht gut aus. Das erste Produkt, oh Mann. Muss ich jetzt irgendwie raus, jetzt muss ich ein bisschen kämpfen. Und zwar gibt es hier ein Lipgloss, Lipcreme, Ultra Matt. Das ist dieses hier. So sieht das aus. Ist auch eine große Menge, also sozusagen 5 ml drin. Das ist schon mal der erste Produkt. Ich tue das hier einfach so, dann kann ich die Sachen direkt hier draufstellen auf meinen schönen Hocker. Dann nehmen wir jetzt die Nummer 2. Ich gucke mal eben was hier, wo ist jetzt die Nummer 2, Leute, da oben. Ich freue mich voll auf dieses Kalender. Ich bin immer gespannt, was alles da in diesem Adventskalender. Wow. Eyeshadow. Das ist die Nummer 067. Das ist dieses Eyeshadow. Das Lidschatten. Ich finde die Farbe ganz schön. Mega schön. Das gefällt mir auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt direkt die Nummer 3. Da unten. Zusammen auf. Oh Mann. Ich freue mich richtig. Ich werde euch noch Ende des Videos noch was verraten. Also bleibt auf jeden Fall dran. Oh, oh Mann. Das ist Softener. Was ist das denn hier? Das ist so wahrscheinlich schon Nagelhautgel. Feuchtigkeit spende Nagelhautgel. Das ist dieses hier. Kenne ich nicht. Freue ich mich drauf. Das für euch auch zu testen und euch was dazu zu sagen. Ich finde es gut. Ich dachte, das war jetzt so eine Unterlack oder so. Weil sowas haben die auch. Jetzt haben wir Nummer 3. Jetzt sind wir bei Nummer 4. Die habe ich noch vorhin irgendwo gesehen. Die Nummer 4. Sieht auch gut aus. Groß. Aha. Das sind diese Maniküre-Sticks hier für Nagelhaut schieben und so weiter. Für die Nägel. Ist auch gut. Also bis jetzt würde ich sagen, lohnt sich auf jeden Fall, diesen Kalender zu kaufen, Adventskalender. Jetzt Nummer 5. Ach ja, die Nummer 5. Wow, den habe ich mir auch schon mal gekauft. Das ist diese Eyeshadow Wasserfest Lidschattenfarbe. Ich zeige euch mal. Das kann man so... nein, ich mache einfach so... Könnt ihr besser erkennen. So sieht die Farbe und das ist die Nummer hier. Leute, wo steht hier die Nummer? Die 030. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das ist auf jeden Fall die 030 und das ist die Farbe. Die Farbe hatte ich auch schon mal oder ähnliche Farbe auch gekauft, aber normale Größe. Das ist jetzt so eine kleine Größe. Das war jetzt Nummer 5. Jetzt sind wir bei Nummer 6. Nummer 6. Mit dem Zahn hier. Ich krieg hier... Leute, ich sehe die Nummer 8 da oben. Das ist so ein bisschen... Ich glaube, das ist eine Wimperntusche. Nee, steht Ölmascara. Kenne ich gar nicht. Seht euch das mal an. Also dieses hier kenne ich wirklich gar nicht. Ihr seht das auch hier, was da drauf steht. Hier so. So. Ölmascara, Ölfree Mascara. Kenne ich wirklich nicht. Die Bürste finde ich auch okay. Ich nehme immer gerne größere Bürsten, aber ich finde die auch okay für unten, für die Wimpern. So. Das war jetzt die Nummer 6. Jetzt bin ich bei Nummer 7. Die habe ich auch noch vorhin gesehen. Ich muss jetzt nochmal
Oh Mann, ja. Die Nummer 7. Oh Mann. Leute, ich kämpfe immer meine Nägel. Oh. Die sind so eng drin. Die Produkte, die sitzen richtig eng drin. Ich weiß, das nervt, aber ist leider so. Ich muss kämpfen. Lipstick steht drauf. Wow. Kenne ich auch nicht. Das ist so eine Farbe. Ich drehe das so ein bisschen für euch. Ich guck mal, ob ich hier mit... Ich muss einmal... Ich bin ein bisschen... So. Das ist hier direkt... Wie das sieht, ist ein bisschen so Bronzefarbe. Ich guck mal hier, das ist die Nummer 020. Ich will jetzt... Ich habe Angst, dass ich das irgendwie zuklappe und dass es... Doch. So, das war jetzt die Nummer 7. Jetzt bin ich bei Nummer 8. Das ist direkt neben Nummer 7. Das ist auch was Schönes. Ein schönes Nagellackfarbe. Das ist hier die Nummer 280. Das ist auch was Schönes. Also muss ich wirklich sagen, diese Farbe würde auch mit dieser Lidschatten passen. Also mit dieses Eyeshadow. Das sind so ähnliche Farben. Schön gemacht. Also auf jeden Fall Daumen hoch. Dann sind wir jetzt bei Nummer 9. Nummer 9. Hola, wo ist die Nummer 9? Wow. Ich liebe von Trend Up Lippenstifte. Ich finde, das sind die besten Lippenstifte, wirklich. So ein Bordeaux-Farbe. Das ist auch meine Lieblingsfarbe. Passt. Passt wirklich. Das ist die Nummer 270. So, das war jetzt Nummer 9. Jetzt sind wir bei Nummer 10. Mann, ich muss immer suchen. Die Nummer 10. Da. Auch was Schönes. So ein Kajal. Nee, Lip Liner. Ich dachte, das wäre jetzt ein Kajal, weil Deckel schwarz ist. So sieht das aus. Also so sah das jetzt aus. So von Trend. Also auf jeden Fall ab. Das, ich dachte, das wäre jetzt ein Kajal, ein weißen Kajal oder ein schwarzen Kajal. So ein heller. Komisch. Invisible, keine Ahnung. Jetzt Defina Lip Liner. Das ist wahrscheinlich zum Korrigieren oder zum Radieren. Ich weiß jetzt nicht, ich muss noch mal gucken. Ich gucke später dann in Ruhe. Ist auf jeden Fall, der gibt auf jeden Fall keine Farbe, das radiert wahrscheinlich oder so. Das ist so wie, das fühlt sich so wie Balsam oder so. Naja, ich gucke später dann in Ruhe. Das war jetzt Nummer 10, jetzt sind wir bei Nummer 11. 12 ist schon mal da oben. 11 da unten. Auch was für die Nägel. Oh Mann, ich hasse das. Das ist gewohnt. Ich muss immer... So, das ist so eine... Schnelltrockner, habe ich damit gedacht. Also so ein schönes Schnelltrockner. Wie gedacht, bei dem anderen habe ich mir auch gedacht, das wäre jetzt ein Unterlack oder ein Überlack, aber ist doch drin. Sowas ähnliches. Jetzt sind wir bei Nummer 12. Die habe ich, ich mache einfach weiter, damit das Video nicht so lange dauert. Aber man freut sich immer auf diese Adventskalender. Man möchte auch gerne mal wissen, was da alles drin ist. Und ob es wirklich sich lohnt, den zu kaufen. Also, oh Mann. Oh Leute, mein Nagel ist abgebrochen. So sieht jetzt mein Nagel aus. Das Gel ist ab. Ups. Luft nehmen. Nagelwachs steht hier. Ja, Nagelwachs. Oh Mann. Meine Nägel tun mir schon weh. So sieht das aus. Und die Farbe ist so schön rosé, so ein Nagelwachs auf jeden Fall. Ist auch was Gutes. Das war jetzt die Nummer 12, jetzt sind wir bei Nummer 13.
Das ist so eine Kajal in Blau, dunkelblau so. Ich zeige euch mal. So sieht das auf jeden Fall aus hier. Ist auch was Schönes, finde ich auch interessant. Nummer 13, Nummer 14 hier oben. Ist auch was Schönes. Auch so ein schönes Nagellackfarbe. Ist so ähnlich wie das andere von vorhin, das erste, aber das ist etwas heller. Ihr seht das auch hier. Ich zeige euch mal. Und das ist hier die Nummer. Wo steht hier die Nummer? Die 500. Das ist die Nummer 500 auf jeden Fall. Ich zeige euch mal, was der Unterschied ist zwischen den und den. Das ist eine größere, das ist die normale Größe Nagellack von Trend ab und das ist die kleine Größe. Und so sehen die Farben dann aus. Die kleine ist dunkler als die große. Die große ist etwas heller. Das war jetzt 14, jetzt sind wir bei 15. Wir haben es gleich geschafft. Ich habe an zwei Nägel. Ultramatt Top Coat, also das ist so eine Materialüberlack, also verlängert die Haltbarkeit des Farblackes. Also das ist so ein dunkler, den kenne ich auch nicht. Das ist so ein Überlack. Ich finde den auch schön. Ich mache den einfach auf. Also sieht normal aus. So, das war jetzt die Nummer 15, jetzt sind wir bei Nummer 16, jetzt tun meine Nägel auch weh, Nummer 16. Wow, wirklich. So, das ist auch so eine Lipgloss oder so eine Lipcreme. Metallfarbe, also das ist so eine glänzende Farbe. Es ist so eine Orange-Rosé, so ein dieses, versteht ihr, was ich meine? Dieses gelblich, rötlich, orange, diese Farben. Ich versuche mal hier ein bisschen, ich muss leider ein bisschen testen, damit ihr auch ein bisschen seht, was ich jetzt meine. Vielleicht erkennt ihr das auf meinen. So ist die Farbe. So, das sieht orange-rot, das ist so eine Farbe, so ein Glanz, Metallfarbe. Das war jetzt die Nummer 16, glaube ich. Jetzt sind wir bei Nummer 17. War doch Nummer 16. Jetzt bin ich bei Nummer 17. Und das hier ist so ein Make-up. Das ist wahrscheinlich so ein Korrekturstift. Ja, besonderes sanfter Make-up-Korrekturstift zum einfachen Korrektur von Make-up und für wenn man jetzt irgendwas Falsches gemacht hat beim Schminken, dann kann man das damit korrigieren. Und hier sind unten noch Ersatzteile, Dinge, wie nennt man die? Dieses, das ist kein Pinsel, so ein Schwämmchen, so ein Stift sieht das aus. Und hier unten sind drei Stück dabei und so sieht der Stift aus. Falls jemand den nicht kennt oder möchte den gerne so kaufen, so sieht das aus und steht auch extra drauf. Expert Make-up. Korrekturstift auf Englisch. So sieht das aus. Das war jetzt die Nummer 17. Jetzt sind wir bei Nummer 18. Das war oben direkt. Oh, schöne Lidschattenfarbe. Das ist so ein Metallic Eyeshadow. Und das ist hier die Nummer 40. So sieht die aus. So, ich finde die Farbe auch ganz schön. Das ist so ein lilanes Farbe, so ein Metallic, lila Metallic, das ist so ein lila Silber sozusagen. Ich versuche mal so. Ich brauche nur ein bisschen drauf zu gehen und dann habe ich so eine Menge auf meinen Finger. So sieht das aus. Ich finde die Farbe schön. So, man kann die so. Ich weiß nicht, ob ihr das hier seht. Ist ganz schön. Also muss ich wirklich sagen. Das war jetzt die Nummer 18, denke ich mal. Jetzt sind wir bei Nummer 19. Wo ist jetzt die Nummer 19? Nummer 19. Jetzt habe ich hier die 21, 22, 20.
Oder war das doch die Nummer 19? Nee. Ich finde die Nummer nicht. So. 6. Die sind manchmal auch ganz schön klein, dass man die wirklich gar nicht sieht. Egal, wir machen jetzt einfach die Nummer 20. Das war doch jetzt Nummer 19, oder? Ich mache jetzt einfach die Nummer 20. Ich guck mal eben. Damit das Video jetzt nicht so lange dauert. Das war jetzt Nummer 20. Ach, da habe ich die Nummer 19. Das habe ich schon gedacht, dass das ein kleiner Ding ist. So ein Nagellack ist das. Deswegen war das jetzt ein klein. Ich habe das gar nicht gesehen. Schöne Nagellack, lila Farbe. Ich finde die Farbe auch ganz schön. Und das hier ist die Nummer 270. So zeige ich euch von der Seite, damit ihr auch die Farbe erkennt. Und jetzt habe ich die Nummer 20 schon davor. Und ist eine ganz schöne Lipgloss-Farbe. Ganz schönes rote Farbe. Passt auch jetzt zu Weihnachtszeiten, Winterzeiten. Die Farbe ist ganz schön. Ich liebe die Farbe. Also rot ist für mich immer das Beste, was ich... So sieht das aus. Das ist dieses hier. Ist ganz schön, auch so Metallic-Farbe. Lipgloss, auch ganz schön. Jetzt haben wir die Nummer 21. Wir haben es wirklich gleich geschafft. So Nagelfeile ist das. Ist auch was Schönes. So sieht das aus. Ist auch was Schönes. Kann man auch gebrauchen. Also Nagellack ist dabei, Nagelfeile. Dieses Stick für Nagelhaut schieben, Creme für die Haut, Nagellack, Wachs für die Haut, also Nagelhaut und so weiter. Also wirklich schöne Sachen. Jetzt sind wir bei Nummer 22. Eigentlich für Tag 22, aber ich wollte euch gerne zeigen, deswegen. Wow, das passt auch zu dem Lippenstift von vorhin. Ist auch eine ganz schöne Farbe. So sieht das aus. Das ist so Gold, auch so grünlich Gold. Ich glaube, ihr seht das auch, weil ich sehe das. Ist auch eine ganz schöne Farbe. Und das ist die Nummer 040. Also, ist auch was Schönes. Jetzt haben wir 23. Jetzt bin ich mal gespannt. 23. Leute, ich habe hier die 24. Ich finde immer eins. Na, das ist jetzt... Oh. So. Das ist ein Lippenstift. Ich bin mal gespannt, was für eine Farbe. Oh Mann. Das passt auch zu diesem Nagellack und dieses Eyeshadow. Das ist so eine Matt 480, die Nummer. Schönes Lippenstift in normale Größe und so sieht das auch aus. Und ich habe keinen Platz mehr. So sieht die Farbe aus. Das ist so eine Bordeaux-Lila, dieses dunkle. Ich glaube, ihr seht das dann auch so, was ich meine. Es ist so eine dunkle Farbe. Das würde auch zu den anderen Produkten passen. Alles schön zusammen kombiniert. Ich finde das ganz schön, wie die das gemacht haben. Also muss ich wirklich sagen. Jetzt haben wir die Nummer 24 und das ist auch die letzte. Das ist der letzte Produkt. Das ist wahrscheinlich ein Eyeliner. Ja, eine schöne Eyeliner-Farbe. Passt auch zu dem Lippenstift, auch von vorhin, dieses Gold. Ich zeige euch mal. So, ich versuche mal euch das so zu zeigen. So, das ist dieses hier. Das passt auf jeden Fall. Wo war das jetzt? Ich zeige euch mal direkt. Also die beiden passen wirklich zusammen. Das sind so ähnliche Farben. Ich zeige euch nochmal den Lippenstift, dann könnt ihr auch nochmal verstehen, also sehen, was ich jetzt ganz genau. Die Farben, also die. Auf Kamera sieht man das nicht so richtig, aber die passen auf jeden Fall zusammen, die zwei Farben. So, und so sieht der Eyeliner aus. Richtig schön auf jeden Fall. Ich wollte auch keinen in Gold kaufen, aber jetzt habe ich den so... Was ist das für eine Nummer? Ich gucke mal ganz schnell für euch, ob die Nummer jetzt hier drauf steht. Das ist die Nummer...
Oh Mann, ich finde die Nummer nicht, das ist jetzt ärgerlich. Ich finde die Nummer leider nicht. Auf jeden Fall ist eine schöne Farbe. So, meine Lieben, das war jetzt mein Adventskalender für dieses Jahr. So sieht das jetzt aus, alles aufgemacht und ich war wirklich aufgeregt, weil ich wollte unbedingt gerne wissen, was alles in diese Kalender drin steckt. Und jetzt habe ich diese ganzen Produkte und ist auch wirklich eine Menge. Seht euch das mal an. Jetzt fällt auch alles richtig schöne Menge und auf jeden Fall lohnt sich dieses Geld zu zahlen für dieses Kalender. Also ich freue mich jetzt wirklich drauf und ich bereue es nicht, dass ich diese Adventskalender gekauft habe von Trend Up. Und ich muss wirklich die Daumen hoch geben, weil die Produkte sind perfekt, die Farben sind schön kombiniert zusammen, passen zusammen, schöne Produkte, neue Produkte sind auch drin, die ich wirklich gar nicht kenne und ich freue mich jetzt, um die zu testen. Ich bin sprachlos auf jeden Fall. Ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Ich bin voll happy. Ich sag mal dann, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das Video euch gefallen hat, würde ich mich gerne für einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Ihr könnt mich auch gerne auf Instagram und Facebook folgen. Ich poste jeden Tag was Neues, wie gesagt. Und ich wollte euch nicht direkt am Anfang sagen, direkt am Ende dieses Video. Ich werde von diesen Produkten, was ich jetzt aus diesem Kalender bekommen habe oder jetzt hier, was alles drin ist, ich werde diese Produkte, ein paar Produkte davon auch verlosen in dem nächsten Verlosungsvideo, also nicht in den nächsten, also es könnte noch Ende dieses Monats, Ende November sozusagen 2018, wird ein Video kommen zum Verlosen, also Verlosungsprodukte und von diesen Produkten werde ich auch ein paar Produkte verlosen. Also auf jeden Fall Daumen hoch, schöne Kommentare geben, Kanal abonnieren und ich sag mal dann bis zum nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch wirklich vom Herzen ganz schöne große Liebe und schönen Tag noch und bye bye.